What the fuck? Abracadabra. So, hallihallo meine Hübschen. Die Brigitte-Box ist da, der Karton ist da und ich werde ihn jetzt mit euch auspacken. Ich kann es mal mit dir nicht erwarten. Der Karton kam gestern an und ich wollte die ganze Zeit dieses Paket auspacken. Meine Mama war sogar hier und dann meinte sie, ja, pack doch mal aus, zeig doch mal, was ist denn da Schönes drin. Dann meinte sie so, nein, das muss ich machen, wenn ich das vor der Kamera mache, damit meine Reaktion immer live ist und meine Freude auch über gewisse Dinge oder meine Enttäuschung über gewisse Dinge auch real ist. So, da ist sie, meine Brigitte-Box mit der schönen Schleife zum Aufmachen. Als erstes sehe ich da drin einmal Trockenshampoo Nummer 1. Die Nummer 1 in Großbritannien, Batiste. Batiste ist eigentlich ein französischer Name. Sofort frisches Haar. Ich stehe nicht auf Trockenshampoo. Ich wasche sie lieber. Aber okay, gut. Wenn es mal irgendwie Wasserrohrbruch geben sollte, dann Trockenshampoo. Dann haben wir drin Leibniz-Kekse. Die mit der Schokofüllung. Nicht schlecht, nächste Woche hat der Noah Geburtstag. Wie immer finden wir drin jede Menge Gutscheine und natürlich auch die aktuelle Brigitte. Ich fand die früher immer irgendwie ein bisschen altbacken, aber ich finde sie mittlerweile ist eine richtig coole Zeitschrift. Hat echt immer tolle Proben, tolle Anregungen, schöne, richtig gute Berichte. Und ich finde sie richtig cool und ich sehe alleine heute schon wieder über 3 Proben drin. Ich freue mich. Juhu! Ja, die ganzen Gutscheine, die benutze ich sowieso nicht, kommen gleich auch in den Altpapiermüll. Batsch! Abracadabra! Ding. Der Vorteil ist ja an dieser Box, da sind auch manchmal Produkte drin, die ich nicht wirklich benutze, aber es gibt immer Freunde, die Geburtstag haben und dann kriegen die auch schöne Produkte. Mal wieder der Folder mit der Erklärung drin, mit den Produkten, die heute enthalten sind. Aber ich gucke da nicht rein. Nein, nein, nein. So, was ist das denn hier? Mein Buch der Gefühle. Was kann man wohl darunter verstehen? Es ist bestimmt ein leeres Büchlein für Notizen. Ja, tatsächlich. Das ist ja wirklich süß. Das finde ich total süß. Da kann man was reinschreiben, kleines Notizbuch, passt in jede Handtasche. Sehr, sehr schön. Und hier, die Liebe in diesen Zeiten. Schockierend, aufwühlend und tief bewegend. Eine Leseprobe von Chris Cleave. Ich liebe solche Sachen. Ich liebe Leseproben. Ich liebe es, Bücher zu lesen auf meinem Kindle abends, wenn ich nicht gerade eine Serie gucke. Sehr schön, darüber freue ich mich sehr. Ah, heute alles im Namen der Zahnhygiene wahrscheinlich, ja? Sehr cool, von Dr. Best Expert eine Zahnbürste in der Stärke Mittel. Sehr cool, eine neue Zahnbürste. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, woher kommen ständig diese Trends für neue Zahnbürsten? Ich meine, die Zähne der Menschen haben sich in den letzten 2 Millionen Jahren ja nicht wirklich verändert. Und es gibt aber irgendwie gefühlt jede Woche neue, wichtige, gute und noch bessere Zahnbürsten. What the fuck? So, passend zur Zahnbürste, Odol mit 3, Night Repair, macht hier auch wenigstens schön weiß. Repariert durch Zuckersäuren geschädigten Zahnschmelz. Zuckersäuren, ja. Und da wäre ich genau beim Thema, denn ich habe hier rechts von mir auf dem Tisch habe ich bereits das Set aufgebaut, was ich gleich abdrehen werde, nämlich für meine Erklärvideos, die immer dienstags um 18 Uhr kommen. Und da geht es nämlich um Zucker. Und ich habe einfach mal ganz grauenhafte, böse Horrorprodukte eingekauft, die eigentlich oft in anderen Einkaufswagen zu finden sind. Und da werde ich mal erzählen, was das alles für, wie viel Zucker in welchen Produkten enthalten ist. Ich habe da schon eine kleine Liste gemacht und bin selber schon fast umgekippt, ja. Als nächstes von Lacoste eine Bodylotion. Mal gucken, wie sie riecht. Lacoste riecht immer ziemlich gut, finde ich. Lecker, ganz lecker. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich habe vorhin schon geduscht, ich habe vorhin ja Sport gemacht. Ich bin zwar schon eingecremt heute mit Dove Bodylotion, aber oh.
lecker. Richtig gut. Das wird nicht verschenkt. Nein, 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 nein. Warum singe ich eigentlich immer? Mir ist aufgefallen, wenn ich die Brigitte-Box abdrehe, singe ich immer. Oder fange an, irgendwelche Melodien zu summen. Ich werde irre. Ich bin irre. Als nächstes. Du, 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 du. Ah ja, wieder was für die Zähne. Nee, Leti beim Nose and Lips. Für die Lippen und für die Nase. Wenn man so ganz trockene Stellen hat, das finde ich cool, weil ich neige dazu, dass ich immer hier unter den Nasenflügeln ganz trockene Stellen habe und creme die immer extrem mit Urea-Cremes ein oder mit sogar Fußsalben ein. Das hilft bei mir ganz gut. Ja, das ist ja toll. Darüber freue ich mich. Das werde ich auf jeden Fall auch behalten. Also noch sind keine Geschenke dabei. So. Dann habe ich von Etrebelle. Oh, wie cool. Leute, das ist der Lipgloss, den ich bei der letzten Brigitte-Box ausgepackt habe. Auch von Etrebelle. Dieses knallrote. Ich werde diesen Link auf jeden Fall wieder unten verlinken. Ich habe gesehen, dass dieser Lippenstift, der ist etwas teuer, ja? Ne, der Lipgloss, der kostet irgendwie, glaube ich, 18 Euro. Auch bei Amazon. Aber ich werde euch den Link mal unten reinsetzen für den Fall, dass er euch interessiert. Ich liebe diesen Lipgloss. Das ist echt der coolste, der beste, den ich je benutzt habe. Und ich sage das nicht, weil ich dafür Geld bekomme oder sonst irgendwas. Nein, ich habe lediglich diesen Lipgloss ausprobiert. Und jetzt habe ich hier sogar ein neues Produkt von Etrebelle. Und das finde ich ja mega cool. Und was ist das? Es ist ein Lippenstift. Oh, Etrebelle Lippenstift. Okay, was ist das für eine Farbe? Guckt euch das mal an. Was ist das bitte schön für eine Farbe hier? Ah ja, aufgetragen ist es so ein Goldschimmer, hat so was ganz Nudiges. Okay, aber hat so einen Schutzfaktor. Aber sowas trage ich mir nicht auf die Lippen auf. Ich brauche was pink, rot, lila Stichiges. Danke, Etrebelle. Yeah. Okay, weiter geht's. Fußspezial für sehr trockene Haut. Schaumcreme, cool. Für trockene Füße. Wichtig sind ja immer schöne Füße. So, von Logono Naturkosmetik. Aktiv glättende Tagescreme mit Biodamascena-Rose. Stärkt den Eigenschutz der Haut. Okay. Für normale und sehr trockene Haut. Es ist eine Tagescreme und das finde ich sehr gut, denn ehrlich gesagt, ihr Lieben, ich kaufe keine Cremes mehr, seit ich diese Box bekomme, weil ich immer nur noch diese Produkte benutze, eins nach dem anderen. Und meine ist tatsächlich leer. Seit einer Woche creme ich mich mit Bodylotion ein, auch mit der Dove Bodylotion im Gesicht. Finde ich aber nicht schlimm sowas. Und ja, jetzt habe ich eine neue. Cool. Ich hoffe, die riecht auch gut, weil Rosendüfte sind manchmal auch ein bisschen komisch, finde ich. Hier sind mir dann zu rosenwassermäßig, wenn ihr wisst, was ich meine. Hat ein bisschen was von türkisch-arabischem Gebäck. Mag ich dann nicht so gerne auf der Haut. Baklava auf der Haut ist nicht so cool. Nee, das riecht sehr gut. Sehr, sehr gut. Dafür, dass es Naturkosmetik ist. Auch mal hier auftragen. Ja, riecht gut. Nicht zu aufdringlich. Schön, schön, schön. Dann nächstes. Oh, ein großes Schauergel, Duschgel von Flora Mare. Maritim Premium Kosmetik. Boah, nee. Ah, ich fall um. Was ist das bitte für ein Duft? Wisst ihr, wie das riecht? Boah, Leute, ganz ehrlich, ich kriege gleich einen anaphylaktischen Schock. Sorry, Brigitte Box, aber das hier riecht nach ganz abgestandenem, ranzigen, alten 4711 Aqua di Cologne Parfum. Ah. Also, wenn demnächst jemand Geburtstag hat, könnte ich das ja verschenken. Aber das wäre dann wahrscheinlich der Todestag. Oh, cool. Ein Deo von Dove. Dove-Produkte, ihr Süßen, finde ich immer, immer gut. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, noch nie habe ich ein schlechtes Dove-Produkt gehabt. Ich finde Dove immer top. So, und dann haben wir noch drin von Lacoste, Pourfarm, eine kleine Probe, auch immer schön, die finde ich auch mal sehr gut. Und
Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst mir nicht, einen Daumen hoch zu schenken und meinen Kanal zu abonnieren. Na? Tschüss und bis.